Hallo und willkommen an alle, die sich hierhin verirrt haben. Ich bin der Bruce und wir sind immer noch bei The Journey, bei der Reise von Alexander an die Spitze des Weltfußballs. Ja, in der letzten Folge, boah, da, Mensch, da war echt einiges am Start. Also, wir haben da gefühlt alles mitnehmen können, was man mitnehmen konnte in so einer Folge. Wir haben einen Derby-Sieg hinter uns gebracht, die Tabellenführung festigen können. Wir sind jetzt 6 Punkte vor Arsenal. Chelsea ist, hat ein paar Federn gelassen. Dann haben wir ein Fotoshooting mit Angel Di Maria hinter uns gebracht, wenn man so möchte. Was gab es sonst noch? Ja, ich habe unseren ersten Hattrick in der Premier League, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, im krönenden Abschluss haben wir uns verletzt. Was ziemlich bitter ist. Keine Ahnung, was das jetzt für Auswirkungen haben wird. Ob wir das nächste Spiel zugucken müssen oder nicht. Wir werden es sehen. Ja, auf jeden Fall sieht's gut. Ach ja, genau, was mir noch einfällt. Wir haben noch den Torrekord vom Opa gebrochen. Also er hat irgendwie in seiner Debütsaison, ich glaube, 20 Treffer erzielt. Und wir sind jetzt, glaube ich, bei 21, 22, sowas um den Dreh. Also auch das hätten wir geschafft. Also sehr, sehr nice. War eine schöne Folge, auf jeden Fall. So. Einen vierten Sponsoren, die gibt es leider nicht. Deswegen ist die Followerzahl jetzt eigentlich nebensächlich geworden. Aber wir schauen trotzdem mal in die Social Media Welt. Mal sehen, was da so drin steht. Der Harry Kane ist immer noch unser größter Fan. Zahlreiche große Pässe. Aha, aha. Ja. Ja, alle sind sehr glücklich. Sogar Alan Shearer hat uns, oder war zu uns geschrieben. Ja. Sehr schön. Wenn es auf dem Platz genauso gut weiterläuft, dann, ja. Können wir doch zufrieden sein, würde ich sagen. So, was haben wir denn hier? Es geht gegen Stoke. Mal sehen, ob wir ran können. Da wir verletzt sind. Scheint so. Also scheint jetzt nicht so schlimm gewesen zu sein. Haben wir nochmal Glück gehabt. Also ich hatte schon damit gerechnet, dass wir jetzt echt die nächsten ein, zwei Spiele, wenn wir Pech haben, aussetzen müssen. Aber dem ist nicht so. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie. Freuen Sie sich mit uns auf ein tolles Fußballspiel. Was ist das denn für ein Kackrasen? Die heutige Begegnung heißt Stoke. Sieht aus wie gewollt, nicht gekonnt. Gut, dann geht's gegen Stoke City. Die Heimstätte von Stoke City, das Britannia Stadium, ist ja ein immer noch recht neues Stadion. Es wurde 1997 nach nur 10 Monaten Bauzeit eröffnet und hat damals das alte Stadion Victoria Ground abgelöst. Da haben wir da unten gehalten einfach, das ist schon ziemlich frech. Jetzt Alexander. Und gibt's jetzt die Führung. Oh. Der Torhüter kommt nicht ran, aber die Latte rettet. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Und per Kopf weitergespielt. Spielte Diouf. Der geht daneben und da. Ja, aber seit dem Spiel gegen Leicester bin ich gewarnt, also wie schnell es doch gehen kann. Klar war. Ja, denn in der Abwehr, da machen wir herzlich wenig. Ne? Wir müssen ja mal vorne warten, sonst kriegen wir wieder so einen Rüffel, wenn wir unsere Position nicht einhalten. Alexander. Ja, ich will nochmal zurück. Ja, und wenn die da hinten Scheiße bauen, ja, dann ist das halt so, ne? Dann musst du wohl damit leben. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Vielleicht finden wir das auch. Alexander. Ah, schade. Klasse aufgepasst vom Torwart. Schade, schade. Gut, ich schreibe zwar guter Kopfball, aber das war schon ein bisschen schwach, was er da abgeliefert hat, der gute Alex. Jetzt könnte es gefährlich werden. Der Ball kommt. Ach, jetzt war ich so auf den, jetzt war ich so auf den Ball fixiert, habe ich einfach nach hinten gelaufen. Gar nicht gemerkt. Oh, das war aber ein Zuckerpässchen, Mensch. Da kommt der Steilpass. Hunter. Meine Fresse. Oh. Wow, Aktion. Wie konnte ich den denn verkacken? Gar nichts gepasst. Nee, das stimmt.
Boah, das war schon legendär schlecht. Lukas Leiva. Wahnsinn. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher. Die Ich wollte Chance! gerade sagen, dann machen wir es diesmal besser, oder? Sie lassen heute einiges an Chancen zu und jetzt eben der Gegentreffer. Ja, so richtig gut Ja, sind war auch sie wieder nicht echt im eine Spiel, super Vorlage. kommen Der den passt aber Gegner schon nicht in den Zucker, Griff. wirklich. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Ja, Fahrt sehr fein. aufnehmen. Da kann er ihn Das war auch stoppen. sehr fein. Und jetzt hat er mit dem Ball. Er Oh, hält das war den Ball fest, eine das war Rückgabe. wichtig. Oh Gott. Ja, in einem Spiel, ich glaube, gegen Sheffield war es, glaube ich, in der zweiten Liga, da mal so einen Distanzschuss raushauen können. Ne? Vielleicht habe ich ja Philipp nochmal Lahm. irgendwie. Coutinho jetzt am Ball. Es gibt Einwurf. Wird das eine Torchance? Jetzt liegt es vor allem an den Oh, das war ein nettes Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Kurzpassspielchen. Sonst kommen sie gegen die Wenn Abwehr man nicht Glück durch. gehabt. Ja, das hat der Trainer gesagt. Wir sollen Und wo er. cleverer laufen. Das macht er gut. Bisschen unsere Kräfte schon wahrscheinlich. Gefährliche Flanke. Storage. Das war echt eine gute Souverän Flanke. gemacht vom Torwart. Ah, dabei gehört das ja nicht gerade zu unseren Stärken. Na, Philipp vielleicht. Bernard. Nee, komm, scheiß drauf. Ich wollte gerade überlegen, Lukas ob Leiva. wir Lassen den Ball vielleicht daran laufen, aber jetzt feilen bräuchten sie nochmal sollten, einen Zug zum könnten, Tor. müssten. Coutinho. Keine Na, schlechte aber. Chance, aber Na, ich vorbei. glaube, da ist der Ach, Zug da war abgefahren für. vielleicht sogar mehr drin. Na, ich würde doch eher Alexander. an unseren Lukas Leiva Stärken jetzt. wirklich noch weiter feilen. Halt, sprich, Mit dem Ball am Geschwindigkeit. Fuß Richtung Oh, gegnerisches Tor. nettes Dribbling. Ah, ich wusste doch, dass ich den verliere, Mensch. Sehr gut daran gepasst. Also, Geschwindigkeit, Ah, Schusskraft, es gibt etc. Einwurf. Also, ne? Richtiger Stoßstürmer Jetzt halt. Shaqiri am Ball. Alter Shaqiri. Cameron. Lahm. So. Mal sehen, ob wir nicht noch ein zweites Philipp Türchen Lahm. schießen können. Ja, bis jetzt leben wir ja mehr von der guten Leistung der Hinten stehen sie Teamkameraden. kompakt, aber Vor allem kommen der sie jetzt vielleicht durch? Coutinho, Und jetzt die Chance. Alexander! Ah, schade. Super Einsatz vom Torhüter. Wollte ich da rechts oben den Winkel zirkeln, aber da kam dann irgendwie so ein Schüsschen raus. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Ja, aber zweite Tor würde ich doch schon gerne schießen, um das Ganze hier zu beruhigen. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Na, Ball. sonst machst du nur wieder den Gegner Er macht das stark Spiel und schnell. da habe ich keinen Bock Keine drauf. schlechte Flanke, aber das löst er gut. Den spielt Ja, er wie in den gesagt, Lauf. wir liegen der Tabelle zwar 6 Punkte vor Arsenal, aber na, das hat nichts zu heißen. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1 zu 0. Na, man weiß ja nie, was da für Kaliber noch auf einen warten. Und dann kackt man das noch im Endspurt. Und nein, Der da habe ich keinen Anschluss Bock ist drauf. erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Das muss wirklich nicht sein. Ne? Und so eine Meisterschaft in Johnson. der Debütsaison, das wäre schon ziemlich fein. So. Lass mal ein bisschen Teamkameraden Das könnte die laufen. Chance werden. Ja, Den der Angriff Schwen hat dort schon der Abwehr gelohnt. klasse aufgepasst. Einmal nach Jetzt ist der oben, Ball einmal dort am Weg. zurück, Cool aufgepasst und einmal verteidigt. verkackt. So. Ja, Mensch, jetzt habe ich echt komplett die Geschwindigkeit rausgenommen aus dem Konter. Das war Bojan nicht so jetzt. gut. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Alexander jetzt. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass. Ach, Und das mit einer Scheiße. solchen Sicherheit. Sensationell. Ich dachte, ich könnte mir den Ball jetzt hier auflegen lassen, aber falsch gedacht. Klasse Technik. So, diesmal mache ich es Jetzt vielleicht besser. mal Alexander. Ah, der war zu feste, oder? Ach, Scheiße. Sie bekommen Scheiße, einen Scheiße, Einwurf. Da könnte was draus werden. Klasse Leistung Ich hatte heute gehofft, der und sitzt jetzt darf er vielleicht. sich seinen verdienten Applaus abholen.
Das sehe ich ähnlich. Er hat sich richtig in die Partie reingehauen und war für mich heute einer der Besten. Sie lassen den Ball jetzt vielleicht. Wow. Kein Tor, aber das war knapp. Der ging an. Ah, das war nicht schlecht. Ja, also wirklich so ein einen richtigen Zugriff haben wir jetzt nicht auf diese Partie. Also das ist auf jeden Fall mein Gefühl. Mehr oder weniger so eine kleine Statistenrolle hier eingenommen. Das könnte gefährlich werden. Oh, der war doch fein. Bernard mit dem Kopf. Ah, mach den doch rein, Junge. Er lässt die Chance liegen und wird froh sein, dass sie auch so vorne liegen. Ja, solange sie am Ende gewinnen, ist das egal. Aber trotzdem. Ja. Den muss er machen. Den muss er machen. Das ist richtig. Da kann er sich den Ball holen. Ja, wobei der Winkel beim ersten Versuch ja schon ziemlich beschissen war. Mal sehen, ich kann ihn ja irgendwie zurücklegen. Schussversuch. Ach. Der geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Und direkt zurückgespielt. Oh Mann, das war aber schlecht. Ja, ich bin immer noch überlegen, ob ich nicht... eine kleine Dribbling-Trainingseinheit irgendwie einlegen soll. Oh nein, spiel doch in den Lauf, Mensch. Arnautovic. Ja, aber ich bin mir sicher, dass man da irgendwie an die Verteidiger vorbeikommen kann. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt nicht die Stärksten im Dribbling, aber so schlecht sind wir noch wieder nicht jetzt. Ein Kopfball. Den Ball hält er gut. Den hat er echt gut pariert, Mensch. Wow, meine Fresse. Nein. Wow. Der Einwurf könnte Ihnen jetzt eine Chance. Boah, also. Ich bin beeindruckt, ganz ehrlich. Wow, das waren ja richtige Monsterparaden. Kann er den Ball behaupten? Boah. Carissa, echt mal sowas von Man of the Match. Alex Hunter. Jetzt wird's gefährlich. Hier runter. Sehr schön. Ich mach ihn rein. Sehr schön. Und das Tor. Ein Joker-Tor. Er trifft nach seiner Einwechslung. Da haben sie stark kombiniert und dann macht er das Tor natürlich auch ganz abgeklärt. Boah, da haben wir es mal echt mega Glück gehabt. Also vor allem jetzt noch in der Endphase. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Ja, krass. Ja, ich bin immer noch beeindruckt von den Paraden hier vom Karius. Also, krasser Scheiß. Ja, oft ist in diesen Fußballsimulationen ja immer so, dass... Oh mein Gott, ja. Das war echt eine sehr, sehr glückliche Partie. Dass die gegnerischen Torhüter so richtige Monster sind auf der Linie und der eigene Keeper so gut wie gar nichts hält, aber das ist ja anscheinend doch anders geregelt. Sehr schön, den muss ich da jetzt reinmachen. Schön rechts. Und jetzt ein Schuss. Und Alexander macht ihn. Ja, deutsches Ergebnis, aber das spiegelt jetzt nicht diesen dramatischen Verlauf da wieder. Ein klares Ergebnis am Ende. 3-0 endet die Partie. Tja, das war heute doch eine ziemlich einseitige Angelegenheit. Ja, und vor allem, weil sie bis zum Schluss konzentriert war. Jetzt Alexander. Na gut, ich meine, unterm Strich bleiben 2 Tore und ein Sieg. Damit leben, könnte schlimmer ausgehen. Also Alex, Spieler des Tages. Ein besonderer Tag für Sie? Oder ein Tag wie jeder andere? Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Karen, das ist mein Job. Man kann sagen, der Rasen ist mein Büro. Wenn ich zur Arbeit gehe, dann um zu gewinnen, um der Beste zu sein. Solche Awards gehören zum Job. Ich denke bereits ans nächste Spiel. Das war's, danke. Gern geschehen. Oh, ich glaube, jetzt haben wir die Karen verschreckt mit dieser Antwort. Scheint so, als kennst du täglich mehr zurecht, Hunter. Schön zu sehen. Ich find's gut. Richtig gut.
Das sieht man auf dem Platz. Gib nicht auf, ja? Ja. Im Moment will ich einfach nur jede Woche besser werden. Gute Haltung, Hunter. Nimm sie ruhig mit und du kommst weiter. Das ist mein Wunsch. Ja, ich mag diese kleinen Dialoge, also doch gefällt mir sehr gut. Auch wenn wir hier und da, glaube ich, nicht so die gewünschte Antwort geliefert haben, aber gut. Was willst du machen? Ne? Man kann es eigentlich jedem recht machen, ja. Tempo ist kurz vor 81, ja, nicht schlecht. So, das sieht doch ganz gut aus. Ich gucke mal auch auf die Tabelle. Ja, immer noch 6 Punkte und 6 verbleiben im Spiel. Das heißt, 18 Punkte gibt es noch zu holen. Das heißt, wir müssen weiter liefern. Da kommen wir nicht drum herum, ne? Und ist schon ziemlich eng da oben. Also Manu und Chelsea liefern sich da ein gutes Duell und Tottenham ist ja auch dann an den beiden dran. Gut, soll uns egal sein, uns interessiert nur der erste Platz. Was gibt's hier sonst noch? Wir holen uns einen Sieg. Ja, weiter geht's, würde ich sagen. Ja, Training. Okay, Jungs, legen wir los. Na, ich habe vorhin noch gesagt, ja, wir könnten noch mal ein bisschen Dribbling trainieren, oder? Sehr schön. Gut, wenn wir das Ding erfolgreich abschließen, haben wir Dribbling auf 75, was echt nicht verkehrt ist. Durchsetzen, okay, das sollten wir eigentlich hinkriegen. Hoffe ich zumindest. Na, das war kein guter Anfang. Machen wir es jetzt besser. Da gehen wir links vorbei, wenn er uns lässt. Dann laufen wir einfach so vorbei, ja. Sehr schön. So. Ah, schade. Den habe ich gut verkackt. Den hat der gut verkackt. Ich wieder gut verkackt. Ach, ein schöner Wechsel hier, ne? Oh, was war das denn für ein netter Trick? Der greift ja tief in die Trickkiste, der kleine Alex. Und da haben wir doch das A-Rating. Sehr fein. Ja. Und Ballbesitz halten. Okay, das war jetzt nicht so leicht. Da habe ich mir letztes Mal richtig, genau, so die Zähne dran ausgebissen. Oh Gott. Das mache ich nochmal neu. Das war echt traurig. So, schön, Konzentration. Den Part, den kann ich gar nicht ab. Nein, lauf doch nicht dran vorbei, Junge. Was machst du denn? Und dann auch noch nach unten. Oh. Wow, ernsthaft? So, jetzt aber. Ich glaube, hier nehme ich auch einfach das, was ich kriege. Ah, B-Rating, so super. Oh, guck mal, A-Rating. So, wunderbar. Ja, so gefällt mir das. So, was gibt's sonst noch? Schönes. Ja, sind sich alle einig, wir gehören in die Startelf. Dann geht's mal weiter, jetzt geht's gegen West Brom. Gegen 18. ja. Sollten doch vermeintlich geschenkte 3 Punkte sein, oder? Wenn Arsenal jetzt noch irgendwo Fehler anlässt, das wäre natürlich dann ideal, ne? Ich meine, vielleicht spielen wir auch nochmal gegen die.
Ich weiß es nicht. Aber wäre auf jeden Fall cool. Ne? Vor allen Dingen, ja, wäre ein spannendes Spiel und wir haben nicht wirklich was zu verlieren, weil wir einfach diesen Vorsprung haben. Ja, wäre schon nice. Schauen wir mal. Ja, was aber auf jeden Fall kommen wird. Was sind noch die Spiele im FA Cup? Ja, komm, spiel zu mir. Und jetzt Hunter mit dem Ball. Ah, schön. Und die Chance. Das ist noch gefährlich. Tolle Aktion vom Tor. Oh Mann. Eckstoß also. Ja, wir stehen dann verkackt, Mensch. Ja. Jetzt Bernard. Was für eine Chance, wenn er die wiederholen naja. Sieht, dann wird er sich noch mehr ärgern. Ja, das glaube ich auch. Da kommt der Eckball klasse rein und dann kann man hätte erwarten, besser laufen können, aber Matip. Schauen wir doch mal, ob wir es nicht das nächste Mal einfach besser machen können. Oh. Die war nicht verkehrt. Oh, wir haben es ihn gepachtet. Er versucht's. Ja, ach, scheiße, da war der in der Mitte. Das habe ich erst zu spät gesehen. Ah, wie bitter. Den hätte ich schön auflegen können. Na, das ist echt schade. Und er schießt. Oh, das war nicht schlecht. Es gibt einen weiteren Eckstoß. Ja, wie gesagt, Ecken sind immer noch nicht meine Stärke. Also, ich weiß nicht. Ich habe da den Dreh echt nicht raus. Und direkt zurückgespielt. Alex Hunter. Macht er ihn. Und noch eine Ecke. Oh, meine Fresse. So. Jetzt wird es Ecke geben. Gut, stehen wir in der Mitte hier. Vielleicht kommen wir jetzt diesmal dran. Nee, mal wieder nicht. Dann legen wir mal schön auf. So, spielen wir nochmal runter. Kriegen wir das. Ah, ey, dieses Rumgewusel, ey. Boah, zum Kotzen. Scheiße. Zum Kotzen. Lovren. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Spiel den Ball zu mir. Sie müssen schneller spielen. Dann ist abseits, oder? Ne, der Bernard kann einfach nicht den Ball annehmen. Jakob. Ja, den haben wir so gut gepachtet. Lukas. Vielleicht. Ne, komm, spielen wir besser zurück. Ein gelungener Pass. Oh, scheiße, der ging ins Nirvana. So ein Pech aber auch. Ja, stand auch alles zu. Gibt Einwurf. Ja gut, wir machen Druck, aber bis jetzt kommt nichts hier, aber was bei raus. Das ist alles nett, aber nichts Zwingendes. Sauber vom Ball getrennt hier. Ein toller Pass. Geht er rein? Ja. Richtig, den Ball hat er sicher. Unsere Wertung ist ganz gut. Also im Spiel gefällt, was wir da machen, aber mir gefällt das nicht. Philipp Bernard. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Schuss! Oh, ey, was haut denn der für so Babyschüsse raus? Das ist ja richtig krank, ey. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das... Alexander. Na, das ist doch mal ein richtiger Schuss, Mensch. Jetzt liegen sie hier in Führung. Ja, das Ding war aber jetzt echt erzwungen. Das Tor ist absolut verdient. Definitiv. Sie spielen richtig gut und hatten ja schon einige gute Chancen. Ja. Und damit haben wir den ersten Treffer. Dem jetzt ist nichts mehr hinzuzufügen. Richtig Fahrt aufnehmen. Den haben wir uns gut gepachtet. Vielleicht können wir den schön in den Lauf spielen. Ah, nein. Den Ball kann der Torwart aufnehmen. In den Lauf ja, aber nicht schön. Bocconioli. Gut in den Lauf gespielt. Abgefangen, gut so, gemacht. Bloß keinen blöden Konter einfahren. Ja. Lallana. Lucas Leiva jetzt. Nun Alberto Moreno. Ja, sieht alles recht souverän aus. Lucas. So, wir haben die Partie komplett im Griff. Also,
Gefällt mir. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Ach, schade. Gute Flanke, aber mindestens genauso gut vom Verteidiger. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Ja, ich glaube, sollte man ein bisschen meine Ausdauer oder auf meine Ausdauer achten. Und zur Pause. Ja, also bis jetzt alles ganz gut, ne? Also 1-0. Ja, aber irgendwie. Es hat immer so bitter, wenn man eigentlich so gut spielt, aber nichts Sehbares bei rauskommt. Das ist. Er spielt den Pass zurück. Er passt ihn auf den Flügel. Und er bringt den Ball rein. Rondon! Souverän gemacht vom Torwart. Aber die wollen es jetzt anscheinend wissen, ne? Na gut, die sind ja mitten im Abstiegskampf. 18. waren die, ne? Wow, guter Schuss. Der Karius rastet wieder aus, ey. Was für ein Typ. Gibt Einwurf. Sehr schön. Sehr schön. Ich glaube, den Mann war alleine. Oder? Jetzt vielleicht. Wie macht er den denn rein? Führung ausgebaut und jetzt. Sehr schön. Diesmal auf die Mitte geachtet. Wo läuft der denn jetzt hin? Oh, der weiß selber nicht. Super gemacht hier per Vollspann. Nicht einfach draufdreschen. Schön platzieren. Ja, wunderbar. Jetzt steht es 2-0. Das gefällt mir schon viel, viel besser. Na, der Sturridge. Durfte da auch mal treffen. Jakob. Ja, Wertung super. Also von den Ergebnissen her, ich meine, waren jetzt nicht die stärksten Gegner, muss man dazu sagen. Aber trotzdem. Das ist doch mal ganz fein, wenn es einfach mal läuft. Aber wie gesagt, da kommen ja auch noch die schweren Spiele und. Wow, den habe ich schon gesehen. Endlich mal eine gute Aktion, sonst geht ja wirklich nichts zusammen. Also ich bin schon sehr gespannt auf das FA Cup Halbfinale. Das müsste jetzt eigentlich bald kommen. Also das letzte Spiel ist schon ein bisschen was her und ich weiß nicht genau, wie es datiert ist alles. Jetzt wird's gefährlich. Ich wollte sagen, der kommt doch ganz gut. Und so wird das nix. Ja, gucken wir mal. Das Halbfinale ist schon fein und dann bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Bin ich mir ziemlich sicher, wenn wir das Halbfinale erfolgreich gestalten können, dass das Finale auf uns wartet mit Man U als Gegner. Dann gibt es ein Wiedersehen mit dem der Ball ist über der Linie, arroganten Schnösel Garrus. Oh, jetzt werden sie oder The Real Gas Walker, ne, wie er sich selber nennt. Was für ein Spaß, den. Gardner. Sehr guter Einsatz. Und nun Lallana. Also ich hatte ihn schon. Jetzt könnte es gefährlich werden. Oh, das war ein. Ich bin einfach abgedrängt, der Penner. Okay, das war nicht schlecht verteidigt. Also ich hätte sehr, sehr gerne das letzte Mal schon in Arsch versohlt. Wir hatten diese kleine private Wette, wer das erste Tor schießt, hat keiner getroffen. Ich meine, gut, kann man erstmal so stehen lassen, bevor es dann wirklich in Richtung die Wurst geht. Ne? Ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht von der Dramaturgie her. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Naja, gut, wir werden sehen. Im Moment kommt noch steht alles in den Sternen. Die steht gut. Hm, ich spiele mal schön nach unten. Vielleicht nochmal. Geht er rein? Ah. Da haben sie Glück. Sie hätten fast noch ein Tor kassiert. Ja, ich glaube, diesen Direktabnahmen, da kann man schon echt einen reißen. Also, muss. Adam Lallana jetzt. Das ist sehr, sehr schwer einzuschätzen, wie stark ich da schießen muss. Also, sobald man so ein bisschen über das Ziel hinausschießt, dann landet der Ball auch genau da jetzt. Beim Ziel. Sie ziehen heute ein tolles Passspiel auf. Ah, ja, gut. Dieser Ball kommt an. Sieht gut, da bin ich wieder am Pennen. Ah, ich sehe schon hier die Ausdauer. Obwohl, so schlecht ist es gar nicht. Das war schon mal schlechter. Immerhin jetzt schon
Die letzten 5 Minuten am Laufen. Oh so, mein Gott. Natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Das könnte die Chance werden. Bocconioli. Ja, jetzt geht die Konzentration flöten. Ne? Dieser Ball. Ja. Da kommt der Schuss. Na, einfach weil das Spiel auch schon in Gedanken gelaufen ist. Ich bin zufrieden. Tor geschossen, eine Vorlage. Anderson. Das ist doch alles sehr fein. Und das ist ja. Der Schlusspfiff. Und 3 Punkte natürlich. 2:0. Was nach wie vor das Wichtigste das ist. Sie gewinnen diese Partie und dürften zufrieden sein. Auf jeden Fall, Wolf, ordentliche Leistung, verdienter Sieg. Weiter geht's. Jo. Gucken wir mal, was sagt der Kloppo. Na, schöne Bälle erobert, gute Vorlage, Direktpässe und so weiter und so fort. Jo. Wo ist denn Arsenal? Wo sind die denn? Ah, die haben gegen Manu verloren. Das ist ja sehr interessant. Das ist wirklich sehr interessant. Dann werfen wir direkt nochmal zum Abschluss so einen Blick auf die Tabelle. Wir sind jetzt schon über 11 Millionen wert. Nicht schlecht für einen 17-Jährigen. Und die Werte werden besser und besser. Wir stehen kurz vor der Gesamtstärke 74. Können wir so einen Skillpunkt wieder verteilen. Ne? Schon nice. Keine Ahnung, was wir dann nehmen werden. So, gucken wir nochmal, was haben wir denn hier? So, zum Ausschneiden an die Wand. Okay, verdienter Sieg. Jetzt aber, der gefällt mir. Super, Alexander. Bester Mann. Aha, ja. Ich habe es eben noch angesprochen, ne? Irgendwann muss das FA Cup Halbfinale kommen und da ist es doch. Sehr fein. Und sehr, sehr fein. Ich würde gerne nochmal auf die Liga-Tabelle gucken. Da ist es. Ach, Wahnsinn. Ja, Arsenal hat verloren. Jetzt sind wir 9 Punkte entfernt. Das ist schon sehr, sehr gutes Polster. Ne? Also 9 Punkte bei 15 Punkten, die es noch zu holen gibt. Ja, da kann man schon fast von der Meisterschaft sprechen. Fast. Wer weiß, also vielleicht geht es ja noch einmal gegen Tottenham, Arsenal oder sowas. Ne? Oder wer auch immer. Da kann immer noch so ein schweres Kaliber auf uns warten. Aber wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Als nächstes steht erstmal das Halbfinale an. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei allen, die wieder mit am Start waren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Ergebnisse waren ja schon recht gut. Und ich hoffe, es hat auch beim Zugucken Spaß gemacht. Dann hoffe ich mal auch, dass ihr... Ich hoffe ja so viel, ne? Ich hoffe, hoffe, hoffe. Ich hoffe, dass ihr das nächste Mal auch wieder mit am Start seid. Und bis dahin macht es gut und ciao.